Freunde, ich bin's mal wieder, euer Aerosol HD und willkommen zur Auslosung der ganzen Aerosol Plüschtierbilder. Es sind Gewinner gefallen und ich muss noch mal kurz davor was sagen, ja. Es war unglaublich schwer, Bilder auszulosen bzw. Gewinner zu ziehen, weil so viele Leute sich so viel Mühe gegeben haben. Und erstmal, bevor ich hier überhaupt anfange, irgendwie irgendwas zu beurteilen von den ganzen Bildern, danke an alle, die da wirklich mitgemacht haben. Danke an die Eltern, die da mitgemacht haben, weil ich ganz genau weiß, dass bei allen Bildern nicht unbedingt alles nur die Kinder gemacht haben, sondern die Eltern waren da meistens auch mit dabei. Das habt ihr alle super gemacht, ne? Und die Kinder natürlich auch. Finde ich super cool, die Aktion. Vielleicht können wir das nächstes Jahr nochmal machen, weil es sind dieses Jahr so lustige Bilder entstanden und so, und ich hatte so viel Spaß dabei beim Angucken. Vielen lieben Dank. So, wir fangen an. Es sieht übrigens so aus, zu dem Gewinn von der PlayStation und dem Tablet und dem 50-Euro-Gutschein sind nochmal 3 weitere 10-Euro-Gutscheine dazugekommen, die ich so ein bisschen als Trostpreis für etwas bessere Bilder genommen habe, die es jetzt nicht unbedingt auf Siegertreppchen geschafft haben, aber wir kommen jetzt einfach mal zur Bewertung, damit es hier alles nicht zu lange dauert. So, wir haben hier den Weihnachtsmann Aerosol. Ja, da hat sich jemand Mühe gegeben. Von solchen Bildern gab es sehr viel, aber das hier war eins der hübschesten. Da ist so ein Rentier noch ein bisschen dabei, so eine Tanne, der Bart ist dran, das Säcklein liegt nebendran und natürlich ein Hut auf dem Kopf und hinten sogar so eine Hand, die nochmal so im weißen Handschuh dann mal streckt. Ja, sieht super cool aus, aber da gibt es noch jemand anderen, der es ein bisschen übertrieben hat. Der hat sein Aerosol einfach eine Gitarre genommen. Genau, dieses Gitarrenbild hier, das kennen wir ja, ne? Habe ich sogar schon mal in Kutterbund gezeigt. Es ist ein super cooles Bild. Ich habe es einfach nochmal mit reingenommen. Ihr habt das wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Derjenige, der es gemacht hat, sieht super aus. Aber das haben wir ja schon mal besprochen. So, jetzt kommen wir aber zu einem Aerosol-Bild, was wirklich einen 10-Euro-Gutschein gewonnen hat. Also das ist einer der Trostpreise, die er bekommen hat. Das Bild ist mega genial, aber es sieht so aus. Boom! Und zwar hat hier jemand einfach seine Aerosol in die Zahnarztpraxis genommen, um natürlich seine Zähne zu kontrollieren. Sowas muss nämlich gemacht werden, ja? An denjenigen, der es gemacht hat. Ich werde jetzt einfach mal keinen Namen nennen, bei keinem Bild, damit da kein Hass oder sowas entsteht, ne? Super gemacht, super lustig, ja? 10-Euro-Gutschein kriegst du von mir geschickt oder per Post. Müssen wir mal gucken, ob ich deine Adresse finde. Nochmal an alle, falls ihr die Adresse nicht zugesendet habt, nochmal unbedingt nachsehen, weil ich habe nicht von allen eine Adresse bekommen, ja? Also sprich, hier in dieser Vorstellung, die ich hier mache, bei jedem, der bei dem irgendwas dabei steht, bei den Preisen oder so, die bekommen was. Die anderen, die einfach nur gezeigt werden, die bekommen nichts, aber die werden halt im Video gezeigt, weil ich die halt unbedingt zeigen möchte, weil die cool aussehen, ja. Ich konnte leider nicht jedem was schenken, weil es nämlich nur ein paar Preise gibt. Mehr kann ich da leider nicht ermöglichen, aber ich möchte das unbedingt zeigen, weil das so cool ist. So, gehen wir einfach mal weiter. Ja, hier hat einmal jemand vom Papa wahrscheinlich die Motorradmaschine genommen, ja, so wie es aussieht, ist da vorne sogar noch so eine Zahl, sieht man, da steht 125 drauf, sieht so aus, als ob da irgendwelche Rennen gefahren werden, ja, und natürlich den Fuß auf dem Auspuff drauf, so gehört sich das natürlich, und der fährt Motorrad, der Aerosol, ja, also super lustig, ja, habt ihr super gemacht. So, weiter geht's mit dem Skifahrer Aerosol, ja, viele haben sich überlegt, yo, wir machen da Schuhe und sowas drunter unter den Aerosol, weil das viele gemacht haben, ja, das wurde dann nach einer Zeit, also das haben wirklich viele gemacht, aber die einzigen, die mir das hier eingesendet haben, waren, was weiß ich, was das für Leute waren, aber das sind wahrscheinlich Skifahrerfreunde, ja, und die haben halt eben ihren Aerosol skitauglich gemacht, mit dem Skifahrerhelm oben drauf nochmal, sieht super witzig aus. Kommen wir zum nächsten Bild. Hier hat jemand übertrieben, ja, auch ein 10-Euro-Gutschein gewinnen, und zwar ein Gabelstaplerfahrer Aerosol in einer Weihnachtsmütze, und das Lustigste ist, dass hier vorne ist einfach ein Lidl-Wasserturm Portal, wie nennt sich das nochmal? Altar, genau. Die haben irgendwie so ein Altar gebaut mit Lidl-Wasser und irgendwelchen Leuchtketten drumherum, und das sieht auch so mega witzig und richtig nice aus. Also das gefällt mir wirklich, wirklich sehr, ja. Und ich habe mir sogar überlegt, das Bild hier auf den dritten Platz zu setzen, aber beim dritten Platz war leider jemand dabei, der nochmal ein bisschen besser war und der nochmal ein bisschen mehr übertrieben hat als das, was ihr jetzt gerade seht. Aber wir schauen einfach mal weiter an denjenigen, der das eingesetzt gesendet hat, 10-Euro-Gutschein von 3D-Supply. Yeah! Okay, weiter geht's mit dem Schwimmbad Aerosol, ja? Der hat sich auch gegönnt, der Schwimmbad Aerosol. Der ist bereit zu baden. Richtig schön mit diesen Schwimmflossen kombiniert und irgendwie so mit dieser Schwimmbrille noch das ganze Plüschtier so ein bisschen zusammengedrückt. Sieht mega nice aus. Super lustig. So,
haben wir hier den Basketball-Aerosol. Auch super nice gemacht. Da sieht man auf dem linken Bild, wie der kleine Junge diesen Aerosol in den Korb schmeißt. Und der hat ihn natürlich auch da rein versenkt. Und der hängt sogar in diesem Korb fest. Mega lustiges Bild, gefällt mir, ja. Derjenige, der es eingesendet hat, super Idee, richtig lustig. Danke fürs Einsenden. So, dann haben wir hier... Da musste ich auch lachen. Der Einradfahrer Aerosol. Junge, Junge, die haben da irgendwie eine Hose ausgestopft und irgendwie dieses Einrad irgendwie so ein bisschen ausbalanciert und dann mit einer Schnur oben so ein bisschen fixiert, dass der Hauptsache so steht. Sieht mega, mega witzig aus und ich wette mit euch, das war bestimmt eine Heidenarbeit, das irgendwie auszubalancieren, dass der da wirklich stehen bleibt und nicht die ganze Zeit wegkullert. Super coole Arbeit, sehr nices Bild, okay? Okay, gehen wir einfach mal weiter. Kommen wir zum Gabelstaplerfahrer Aerosol. Also das ist ein zweiter Gabelstaplerfahrer Aerosol. Der ist jetzt bei Bauhaus, so wie es aussieht. Da war jemand bei Bauhaus und hat ihn halt eben so einen Sitz reingestellt. Fand ich ganz lustig, deswegen habe ich es reingenommen. Okay, kommen wir weiter zu... das ist ein ganz tolles Bild. Und zwar ist das Lidl Adventure Times Aerosol. Und zwar von meinen ganz, ganz alten Videos bin ich nämlich damals immer die Treppe runtergestolpert und habe dann halt immer gesagt, oh nein, ich bin die Treppe runtergefallen. Und dann habe ich immer einen Schnitt gemacht, dass ich die Treppe runtergefallen bin und habe mir Sachen gecheatet. Und das ist also hier so ein Bild. Da hat er irgendwie so eine Rüstung ausgeschnitten und irgendwie solche Sachen verpackt und im Hintergrund das Lidl-Logo mit eingebaut. Super cool. Unten rechts nochmal Folge 19 und dann die grünen Lidl-Barren unten links. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn man mal überlegt, was ich für einen Schrott in meinen Projekten mache, ist das echt Wahnsinn. Und er sagt sogar, oh, ich stolpere die Treppe. Oh Mann, die guten alten Zeiten. So, kommen wir weiter. Wir haben jetzt hier Star Wars Aerosol, ja, das ist auf jeden Fall super nice, ja, hier ist rechts das Plüschtier. Das ist ein bisschen gefotoshoppt. Allerdings verstehe ich sogar, wie das gemacht wurde. Und zwar wurde jede einzelne Figur selber irgendwie gemacht. Und dann wurde es halt eben in Photoshop ausgeschnitten und hier dann eingefügt. Das heißt, derjenige hat ein bisschen alles kombiniert und hat diesen Aerosol, also meinen Aerosol-Kopf ausgeschnitten und dann diese Tücher irgendwie so ein bisschen geformt, dass es so ein bisschen aussieht wie Aerosol. Ich muss schon sagen, sieht sehr nice aus. Man sieht sogar rechts noch ein bisschen so die Schnüre und so. Sieht wirklich, wirklich gut aus. An denjenigen, der das gemacht hat. Ich wette, das ist eine Heidenarbeit gewesen. Hast du echt super gemacht. Sieht echt supi aus. So, gehen wir weiter. Wir haben hier jetzt den Kassierer Aerosol. Ja? Hallo, ich bin Kassierer Aerosol. Haben Sie irgendwas gekauft? Piep, piep, piep. Piep. Okay, das ist auf jeden Fall auch eine richtig coole Idee gewesen. Das, so wie es aussieht, ist hinten sogar noch eine weitere Kassiererin gewesen, die wahrscheinlich noch im Betrieb war. Das heißt, der Laden war wahrscheinlich noch offen. Die haben da schnell den Aerosol hingesetzt. Und die haben sogar unten drunter noch so einen kleinen Warenkorb sozusagen drunter gemacht. Und jetzt sitzt er da an der Kasse. Sieht mega lustig aus. So, gehen wir weiter. Wir haben jetzt hier nochmal die Weihnachtsmann Aerosol. Beziehungsweise die Weihnachtsmänner, die Weihnachtsfrau. Sagen wir Weihnachtsfrau, weil die hat ja links und rechts zwei Zöpfe, ja, scheint irgendwie eine Weihnachtsfrau zu sein, sieht super süß aus, das Bild, muss ich sagen, deswegen habe ich es reingenommen, sieht auch von der Kulisse im Hintergrund voll cool aus, unten liegen so ein paar Lichter und so, es wurde sich super viel Mühe gegeben, gefällt mir wirklich sehr, richtig schönes Bild, macht weiter so. Okay, jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Bild, und zwar Tattoo-Künstler Aerosol. Oh mein Gott, das ist so cool, dieses Bild. Der hat einfach eine Tattoo-Nadel in der rechten Hand. Und so wie es aussieht, tätowiert er gerne mit bunten Farben. Sieht super, super, super lustig aus, ja. Ist wahrscheinlich von einem Tattoo-Studio, was Artstyle heißt. Also gefällt mir echt sehr. Sieht echt wahnsinnig cool aus. Habt ihr echt super gemacht. Danke fürs Einsenden. Das sieht einfach echt, echt cool aus. So, hier ein weiterer Kassierer bei Spar, ja. Dort hat er sogar einen Zehner in der Hand. Und was kauft er? Das ist auch nochmal so ein kleiner, sehr gut nachgedacht, ja. Und zwar kauft natürlich der Kunde nur Gurken und Karotten, weil was anderes gibt's ja natürlich nicht. Und es kostet gerade mal nur einen Zehner. Easy, ja. Okay, und das ist auch ein sehr schönes Bild. Auch ein bisschen ausgestopft mit dem Handschuh und so. Wette ich mit euch, war eine Menge Arbeit. Danke fürs Mitmachen. Sieht super, super cool aus. So, wir haben hier nochmal den Baggerfahrer Aerosol. Hat jemand einen Bagger halt gefunden und dann den Aerosol dran geklemmt mit einem Gummi. Sieht auch mega, mega cool aus. Ja, ist wahrscheinlich so auf einem Hof oder sowas entstanden. Muss man sich auch mal einfallen lassen, ne? Kommen wir aber jetzt weiter. Es gibt nämlich den eingewickelten Weihnachts-Aerosol. Der sieht auch super süß aus. Der ist nicht einfach so wie die anderen Weihnachtsmänner, sondern der sieht irgendwie so mega süß aus. Ja? Er sieht so hundertprozentig süß aus. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben, aber da ist sogar noch so rotes Licht.
riecht so ein bisschen und er sieht einfach so, so gemütlich aus, ja, als ob man sich einfach zu ihm setzen möchte und ein bisschen knuddeln möchte. Super gemacht, super tolles Bild. So, kommen wir weiter zu einem Jungen, der einen 10-Euro-Gewinn gemacht hat, weil er sich super angestrengt hat. Und zwar ist das nämlich eine kleine Bastelei. Und zwar ist das nämlich der Lidl-Laden aus Tyrain, ja. Und zwar war das nämlich damals mit Flo zusammen, wo wir die Karotten ohne Buttersoße, Sandwiches mit Buttersoße und garniertes Stinktier verkauft haben. Das war so mega lustig, diese Folge. Und anscheinend ist es bei ihm im Kopf drinne geblieben und er hat einfach diesen Stand nachgebaut. Also, ich mag es, wenn Leute was basteln und ich weiß, dass Basteln immer mit Mühe und sowas zusammenhängt und er hat da auch alles mit Farbe miteinander ausgemalt und die Farben auch alle beachtet und es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Deswegen kriegst du von mir auch ein 10-Euro 3D-Supply-Gewinn. Yeah! Okay, kommen wir weiter zu einem nächsten Bild und zwar zu Lidl-Wasser schmeckt gut. Ja, richtig cool, dass da so viele Leute mit Fäden gearbeitet haben. Irgendwie, ich finde es einfach zum Totlachen nice, ja. Die haben da einfach so einen Faden runterhängen lassen und dann rechts so richtig cool mit diesem Daumen und mit der Lidl-Wasserflasche. Sieht mega nice aus, Jungs. Ey, das sieht wirklich super, super cool aus. Habt ihr echt nice gemacht. Gefällt mir, ey. Okay, kommen wir weiter zum nächsten Bild, ja. Das ist die Konditorei Arisu, ja. Da wurde wahrscheinlich gerade ein bisschen was gebacken. Ich weiß jetzt nicht, ob das, also so wie es aussieht, haben die Leute halt eben, also die dieses Foto gemacht haben, haben wahrscheinlich so gebacken und sich dann einfach so gedacht, ja komm, dann schmieren wir den Arisu mal kurz mit Mehl ein und dann schnell ein Foto machen. Ist super nice geworden, auch dieser Kopf dort oben mit diesem Chefkochhut sieht mega nice aus. Habt ihr echt super gemacht, ja. Auch der Vanillezucker ist am Start und die Kekse haben bestimmt lecker geschmeckt. Super, super nice. So, jetzt geht es aber los mit den Siegertreppen. Jetzt kommen die Leute, die richtig krass super tolle Bilder gemacht haben. Es gibt drei Plätze. Den dritten Platz, den 50-Euro-Gutschein von 3D-Supply bekommt dieses Bild. Und zwar der Aerosol Santa Claus. Also, ich muss nochmal kurz erklären. Das ist ein Bild, ja, von was von einem Jungen gekommen ist, ja. Aber dieser Junge hat als Vater so einen Profi-Fotografen so ein bisschen. Und das merkt man auch. Ein klitzekleines bisschen, ja. Da ist der Hintergrund ist so ein bisschen geblurrt und die Farben stechen so raus. Und dieses Holz von diesem Schlitten sieht so irgendwie so schön echt aus. Es sieht nicht künstlich aus. Es sieht einfach wirklich, wirklich gut aus, ja. Und es ist auch ein bisschen in Photoshop nachbearbeitet und ich merke natürlich, dass der Papa da ein bisschen nachgeholfen hat, ja. Und deswegen gibt es dafür den dritten Platz, das ist der 50-Euro-Gutschein von 3D-Supply, da könnt ihr euch einen Pulli holen von mir oder falls vielleicht ein neues Design im nächsten Jahr rauskommt, worauf ihr euch natürlich freuen könnt, weil dieses Jahr war nämlich das Zungen-T-Shirt, ja. Letztes Jahr war das What the Fish und nächstes Jahr kommt bestimmt wieder was Lustiges, ja. Könnt ihr euch den Gutschein aufbehalten für das nächste T-Shirt, was rauskommt. Super cooles Bild. Danke fürs Einsenden. Sieht wirklich gut aus. So, kommen wir zum zweiten Platz. Jetzt kommt was richtig, richtig Übertriebenes. Da haben welche richtig übertrieben. Und zwar Aerosol bei der Feuerwehr. Ey, sieht das nicht cool aus? Die haben einfach mit einem Feuerwehrauto den Aerosol nach oben genommen auf dieses Dingsterbumster, auf dieses kleine Plateau dort und haben die so hochgehoben und in die Kamera gehoben. Und Aerosol ist jetzt ein wahrer Feuerwehrmann. Also als ich das gesehen habe in meinem Postfach, habe ich mir nur gedacht, oh yeah, die Leute sind richtig, richtig motiviert. Die machen da mit, die Eltern machen da mit, jeder hat da irgendwie Bock drauf. Und das hat mich richtig gefreut, dieses Bild zu sehen. Also das sind die Gewinner vom Fire HD 8 Tablet, ja, mit 16 GB, kann man ganz cool Videos gucken, ist ein sehr tolles Teil, kriegt dazu gesendet, kein Problem. So, erster Platz kommt jetzt. Erster Platz, da ist mir das Herz wirklich aufgegangen, weil ich da wirklich so gedacht habe, wow, ich habe nie gedacht, dass ich solche Fans haben kann. Also das ist wirklich krass. Und zwar kommen wir zu Platz 1 und zwar zum größten Aerosol-Fan, den es überhaupt nur gibt, so wie es aussieht. Und zwar, boom! Das ist jemand, der hat sein Aerosol genommen und der hat einfach seine ganze Wand mit Flo, mir, Chubba Chubs, Lars angestrichen. Im Hintergrund ist meine Autogrammkarte, Flo seine Autogrammkarte, oben drüber ist das Poster, ja. Und er hat das einfach an seine Zimmerwand dran gemalt, ja, riesengroß. Und hat da sein Aerosol dazugepackt mit diesem kleinen Rolldings, wo man Farben malen kann. Und das sieht einfach super, super, super cool aus, ja. Als ich das gesehen habe, habe ich mir nur gedacht, wow,
Wow, wow, wow. Und das motiviert mich wirklich so jeden Tag irgendwie weiter Videos zu machen, weil ich wirklich weiß, es schauen wirklich viele Leute zu. Und es gibt auch wirklich viele Leute, die anscheinend die Videos von Flo, Lars und mir so sehr mögen, dass sie sogar ihre Wand anmalen, ja, mit uns und alles dekorieren im Zimmer. Und das ist wirklich, das macht einen wirklich froh, ja. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, wirklich bei allen, die mitgemacht haben. Ihr seid wirklich super, auch die jetzt nicht im Video hier drin waren, ja. Es waren so viele Bilder, ja, so viele. Ich hatte über 1000 Bilder, ja, und ich musste halt eben irgendwie auswählen, ja. Und bitte seid nicht böse, falls ihr irgendwie nicht gewonnen habt, weil ich würde am liebsten alle gewinnen lassen, aber es geht nicht. Oh, aber trotzdem, danke an alle Eltern, an alle Kinder, an alle Großeltern, an alle Brüder und Schwestern, die da mitgemacht haben, die da mitgeholfen haben. Ihr seid echt super. Danke, dass ihr es ermöglicht habt, mir so ein Gewinnspiel zu machen und solche coolen Bilder zu präsentieren. Und ich hoffe natürlich, dass ihr in den nächsten Videos auch weiterhin dabei seid. Mal gucken, ob es weiterhin nochmal ein Gewinnspiel geben wird. Ja, vielleicht nächstes Jahr oder sowas in der Art. Aber ansonsten wünsche ich natürlich allen Gewinnern viel Spaß mit ihren Gewinnen. Und die anderen, ja, die eingesendet haben, ihr seid trotzdem cool. Ja, ihr seid alle mega cool. Ich würde euch am liebsten allen Gutscheine geben, bis zum geht nicht mehr. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao!